bekommen. Warte mal, halt, hör mal kurz auf. Erstmal möchte ich von ihm hier wissen, was ich alles aus Popotan bauen kann. Ziegel und Barren. Okay. Also halt einfach gar nichts. Außer Erz halt. Finde ich ganz gut. Barren meine ich. Kurz am Auge jucken, kratzen hier. Scroll. Für mein Leben gern tue ich scrollen. So. 25. Nice. Aber das geht nicht auf, ne? Aber bleibt auf jeden Fall was über. 46. Nice. Ne. Hä? Moment mal. Denk mal ganz kurz nachdenken, ja? Ach, wir hatten ja... Blöd, bin dumm. Alles gut. Hab gerade gedacht, so 25 durch 3 ist doch nicht gerade. Also, es geht doch nicht auf. Ja, aber wenn man 75 durch 3 macht, bekommt man 25. Das heißt, du hast kein Popotan-Erz übrig, Junge. Da denke ich mir dann schon so, wie blöd bin ich eigentlich? Aber gut, es ist Urlaub, ich will nicht nachdenken. Ich will zocken und Let's Plays machen. Weil, hab gerade echt sehr Bock drauf. Und so motiviert war ich selten für so ein Let's Play. Also, sehr begeistert davon. Und die Holzfarm hier, die wird auch langsam. Wie viel Holz haben wir denn jetzt aktuell? 200. 7. So, wir holzen hier einfach mal alles ab. Dann haben wir auch alles. Na, dann machen wir die Hütte noch ein ganzes Stockwerk höher. Nur so ein kleiner Baum. Der läuft safe irgendwo rein. Und wir können die auch da oben abholzen, ne? Das finde ich ja ziemlich geil. Und hier unten. Boah, ich sehe hier fast gar nichts. Leuchten wir mal in die Gegend. Ja, ist gerade ein bisschen lame, ne? Also hier passiert gerade recht wenig. Was hockt denn da? What the hell are you? Nichts, einfach nur Samen. So, den letzten Baum hier noch. Wehe, es wächst jetzt noch einer. Alter, what the fuck? Ist das geil, ey. Ich bin Trigger King. Nein, ich bin Dr. Witz. So, jetzt reicht's aber. 381, los geht's. Follow me around, man. Die Bude doch gleich schöner. Ich möchte auf jeden Fall noch Fenster einbauen. Genau, das werde ich brauchen. Hey, Schneebälle! Okay. Geiles Ding. Nobody needs. Oh, Topaz habe ich noch einstecken. Ja, ich muss generell hier mal
Kisten hau ich jetzt ja auch einfach mal rein. Wir haben nämlich aktuell echt viele Kisten. Topas. Nee, Topas nicht. Schlacke. The hell. Waffentechnisch auch mal. Popotansaat. Wäre jetzt geil, wenn einfach Schaden beistehen würde. Oh, das ist da unten. Brauche noch ein Silberstück. Moment mal, aus 25 Silberbarren. Kann ich da nicht schon das Schuhding machen? Geht das nicht schon? Müsste doch. Halt, stopp. Oh ja, perfekt. Wir haben 5 Seile gemacht. Ja! Genau, 25. Hey, cool. Oh, wait, wir haben wieder den Automodus. Ich mach das mal wieder aus, weil das ist echt blöd. Ja, hammergeil, würde ich sagen. Wir haben jetzt eine komplette Rüstung. So, wir sind jetzt ungeschützt. Wir haben jetzt keine Rüstung mehr an. Oh, da ist gleich noch einer. So. Das bedeutet, ich werde jetzt meine neue Rüstung anziehen. Jawohl, Set-Bonus. Mehr Abwehr. Geil. Oh mein Gott, ist das gut. Ich guck mal gerade, wie die aussieht. Daher kam das Klicken immer. Ich habe mich gestern ja schon gefragt, ne? Boah, geil. Ist natürlich auch fresh. Dadurch kriege ich halt jetzt viel weniger Schaden. Nice. Der nächste Blutmond kann kommen, ey. Aber die Frage, guck mal, wir haben jetzt so viel Kleidung. Wir können uns jetzt echt viel aussuchen an Outfits. Also wir haben echt viel mittlerweile. Finde ich ganz cool. Was ich jetzt machen würde. Was haben wir denn gemacht? Genau, wir waren gerade oben an der Bude am Bauen. 2 Türen brauche ich. Ja? Wie macht der die? Ah, okay. Stimmt, man konnte ja immer Housing machen. Also die Teams. Kürbis-Badewanne. Klar, ich baue meine ganze Kürbishütte. Hm, warum nicht? Brauchen wir auf jeden Fall auch wieder viel. Chinesische Laterne. Kürbiskuchen. Nein, eigentlich möchte ich Türen. 2 Türen. 2 Stühle. 2 Tische. Optimal. Dann leuchten wir die ganze Hütte hier natürlich noch aus. So. Ich dachte schon, der geht in der Luft. In die Luft. Explodiert einfach. Geht in die Luft. Ja, sehr gut. Schmeiß den Stuhl weg. Wie so ein Affe. Das wäre ein sehr witziges Wortspiel. Du hast den Stuhl weggeschmissen wie ein Affe im Zoo. Die schreibe ich mir jetzt auf. Das ist ein ganz guter Wortwitz. Du hast den Stuhl weggeschmissen. Ich schmeiß dir meinen Stuhl ins Gesicht wie ein Affe im Zoo. Ich weiß nicht, ob es die schon mal gab, aber die ist gut. Entschuldigt bitte, ich muss mir das ganz schnell aufschreiben, wobei ich habe sie jetzt aufgenommen. Wie war das jetzt gerade nochmal? Ich schmeiß dir meinen Stuhl ins Gesicht wie ein Affe im Zoo. So,
Sprachaktivierung geht halt einfach am schnellsten, wa? So, jetzt hat irgendeiner bei der NSA das gehört und hat meine Line geklaut. Finde ich gut. Ah, super. I like it. So. Jetzt machen wir hier noch die Holzwände und die Lampen hinten dran. Und dann haben wir wieder zwei Wohnungen. Und neue Leute können anziehen, falls sie möchten. Ist ja keine große Sache. Ha! Siehst du? Ich wusste es. Die Leute müssen echt nur... Ich wusste es. Also ich habe echt noch so gedacht, da fehlen noch welche. Aber ich weiß nicht, ob die... wann die freigeschaltet werden. Ich hoffe jetzt nicht, dass da noch einer kommt. Dann können wir nämlich gleich noch einen Stockwerk oben drauf schmeißen. Hätten wir. Also, wir haben wieder neue Wohnungen. Und wir haben ja echt viele NPCs mittlerweile. So, was bist du? Zwei Goblins kommen in einen Stoffladen. Sagt der eine zum anderen, sitzt du gerne auf Goblin? World Domination ist 4% Purpur. Du bist so nah. Was heißt das? Was hat die zu verkaufen? Graswand, Blumenwand. Bewegte magische Dreck. Läuterungspulver. Läutert das Böse. Hey, ich kaufe mir das jetzt einfach mal. So, was passiert jetzt? Guido der Maler. Ach, leck mich doch. Jetzt muss ich wieder noch... Oh Mann, ist das Hammer. Ah, der Typ ist aber auch echt geil. Der sieht voll cool aus. Ich kenne den Unterschied zwischen Türkis und Blaugrün. Aber die verrate ich Ihnen nicht. Aber die verrate ich Ihnen nicht. Alter. Der ist ja krass. Wow, wir kriegen hier langsam echt geile Leute dazu. Alter. Okay, ich überlege gerade. Ich habe nämlich irgendwie keinen Bock mehr, weiter hochzubauen. Wenn wir hier 8 Wohnungen haben, beziehungsweise 10, dann kann ich doch... Nee, ist schlecht aufzuteilen. Und ich weiß nicht, wie viele... NPCs das hier noch werden. Also ich habe das Gefühl so, wenn da jetzt noch einer kommt, ne, dann geht's hier aber richtig ab. Eins zu niedrig. Gut. Dann bauen wir halt noch eine. Machen wir halt so einen kleinen Holzwolkenkratzer. So ein Hausbau ist schon... Mein Gott, jetzt muss ich aufstoßen. Was ist los? So ein Hausbau ist ganz cool. Nein, ich bin nicht so faul und stelle mir da jetzt eine Werkbank hoch. Was ich eigentlich machen wollte... mein Geld sichern. Mir ist gerade eingefallen. Ich habe mich gerade gefragt, ob ich nicht schon eins habe, so ein Sparschwein. Aber ich glaube... Mir ist gerade aufgefallen, dass ich das bloß geträumt habe. Das ist jetzt kein Scheiß. Weil ich mir nämlich gerade denke, da war doch irgendwas. Irgendwas ist gewesen. Irgendwas war dann mit dem Sparschwein. Ich meine, ich habe gestern natürlich davon gezählt, aber ich habe gerade was Bildliches davon im Kopf, dass ich das irgendwo schon gesehen habe. Ich meine, ich weiß ja noch, wie es ungefähr aussieht, aber als hätte ich das schon irgendwo gehabt und hier irgendwo in dem Bereich hingestellt. Hä, bin ich bescheuert? Mein Gott, das Spiel hat mich ja gestern anscheinend ganz schön eingenommen, ne? Wahnsinn. Das Spiel macht deutlich süchtig. So, wir bauen jetzt noch 2 Wohnungen. Stuhl. Ein Stuhl. Ein Chair. Und einen Table. So, und jetzt natürlich noch die
Holzwände. Es wird auf jeden Fall nicht reichen. Plopp, fertig. Nein. Ich wusste, es ist eins zu viel. Ende. Na egal, wir machen hier schon mal die Beleuchtung hin. So, wer zieht jetzt noch einer ein, wa? Ja, es kann schon sein, dass jetzt gleich noch einer kommt. Irgendjemand. Weil dadurch, dass wir jetzt das Auge besiegt haben, was ja, das ist ja auch automatisch getriggert worden. Das habe ich nämlich noch gelesen. Zum Glück. Weil deswegen war ich vorgewarnt. Wenn man 200 Leben hat und mindestens 3 oder 2 oder 4 Bewohner eingezogen sind. So 2 bis 4, ich weiß es gerade nicht genau. Wenn diese Menge einzieht und man halt eben diese 200 Leben hat, dann spawnt er. Egal was man macht, er spawnt automatisch. Natürlich kann man ihn natürlich noch automatisch triggern, was wir jetzt auch demnächst ein paar Mal machen werden. Genau, deswegen, ich war hier vorgewarnt. Und deswegen sage ich spawn. Das fand ich aber auch echt ganz cool. Genau, und durch das Besiegen von Cthulhus Auge, das Auge von Cthulhu, spricht man das so aus? Ich weiß es gar nicht. Berichtigt mich ruhig. Durch das Spawn von dem und durch das Töten, besser gesagt durch das Besiegen, haben wir halt jetzt, glaube ich, noch mehr Bewohner getriggert. Weil es kommt ja auch ein bisschen auf den Spielfortschritt aktuell an. Ja, und Terraria ist halt einfach brutal geiles Spiel. Ist so, braucht man nichts gegen sagen, ja, das ist ein geiles Spiel. Nein, also es kommt ja hier mal auf den Geschmack an, aber ich mag Terraria, es macht mega viel Spaß, habe ich auch schon gesagt, sonst würde ich das hier nicht zocken, Schrägstrich aufnehmen. Also ich wäre hier nicht so im Hype-Mode dann. So. Gut. Wir haben jetzt ein ganz schön hohes Haus. Sehr, sehr cool. Was wollte ich machen? Denk ganz kurz nachdenken. Habe ich vergessen. Ich wollte gerade irgendwas tun. Wahrscheinlich irgendwas fürs Haus. Gleich habe ich es wieder. Richtig. Ich will in die Wüste. Jetzt unterhalten die sich. Ja, ich gehe einfach mal außerhalb der Karte. Weil dann... Ja. Nein, doch nicht. Ah, die verschwinden automatisch. Ich dachte schon, die sind jetzt gerade gespawnt. Weil die werden, sobald ich wieder zu Hause bin, sind die in ihren Wohnungen oben. Ich frage mich ja echt, ob die auch von alleine Treppen nutzen können. Weil dann würde ich halt irgendwann mal ein neues Haus bauen, wo dann halt Treppen drin sind. Warum ist das so? Warum sehen die so aus? Ich verstehe das nicht. Genau. Sehr schön. Ich kann nämlich ein bisschen Sand gebrauchen. Oh, jetzt habe ich das ganze Erz dabei. Genau, das Geld haben wir auch gerade gesaved. Das ist ziemlich cool. Weil wir können hier dann einfach so eine Grube ausheben. Ich brauche ein bisschen Sand auf jeden Fall für Glas. Ich will mir nämlich ein bisschen cooles Zeug bauen. Ich nehme immer so. Immer 200 oder 100? Ich nehme 200. Dann haben wir erstmal genug.
weiß nicht, warum die Slimes so komisch sind, warum die Hasen jetzt auch so auftauchen. Boah, jetzt geht's hier aber richtig ab, wa? Nein, nicht wieder eine Wundertüte. Da kommt immer so viel Scheiß bei raus. Das ist immer so geil. Aber es ist manchmal so viel. Gegner, sehr gut. So, gleich mal 200. Bums, 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 bums. Sehr schön. Okay, wartet mal ganz kurz. Ich, ja, noch ein Banner. So, optimales Dauerfeuer. Boah, das war jetzt aber schnell. Ha, sind trotzdem welche in meinem Haus abgeprallt. Sehr gut. Ups. Natürlich an sein. Für Heilung. So, jetzt können wir hier an den Glasmeiler. Aha. Die Ziegel können wir also nur hier machen. Oder wie? Sandsteinblock. Gut, dass ich so viel mitgenommen habe. So, Leute. Wohnungsrenovierung. Warte mal, hat jetzt ein packendes Glas mal da oben rein. Okay, warum sieht das so scheiße aus? Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Mein Grappling Hook macht aber keinen Schaden. Oh, ein Zombie. Vergreift sich gerne an anderen, wa? Pedo. Oh Mann, ist das blöd. Guck, jetzt sind sie oben in der Wohnung. Oh, ich weiß ja nicht, ne? Aber mir gefällt das nicht. Das macht so einen blöden Eindruck. Sorry, but do not like it. Gut, jetzt egal. Wir haben Glas. Heppa. Und? Glas. Mr. Glas. Oh, wir haben da noch Holzwand drin. Egal. Okay, also wir haben ein bisschen mehr Platz für Leute. Dann würde ich sagen, wir begeben uns mal hier runter. Hui!